lasse es in Frieden. Das schaffe ich nichts. Ich könnte da drüben auf den Hammer rauf. Wahrscheinlich. Ja! Und nun? Das ist nicht deren Ernst. Wie oft soll ich das denn jetzt bitte schön machen? Nein! Sag ich doch, das ist nicht deren Ernst. Ich muss genau da vorne hinschwingen und ich habe nicht so viel Zeit dafür. Ein Schwung und es muss sitzen. Nein, du sollst nicht das Ding rausholen, du sollst Q drücken. Nein! Wir brauchen mehr Platz. Mann, das ist doch gemein. Ich muss genau da hinschwingen. Vielleicht muss ich zweimal schwingen. Nein, daneben. Seht ihr? Oh, das ist doch total ein Humbug. Ich kann nicht noch mitten im Schwingen mir erstmal die Position ändern. Ich habe nur diese eine Möglichkeit. Ja, du solltest dich diesmal fallen lassen, damit ich die Position erstmal machen kann. Du solltest jetzt schwingen. Nein, du musst weiter in die Richtung schwingen, Mädchen. Da lang. Das ist schon mal besser. Alter Schwede, ich bin's gewohnt, bei Tomb Raider 4 macht sie, ist sie nicht so zaderhaft, wenn sie sich in eine Richtung drehen soll. Das ist ja vollkommen falsch. Dreh dich mal ein bisschen wieder. Nein, da lang. Okay, jetzt schwing. Nein, du sollst dich nicht da. Dahin musst du schwingen, Mädchen. Oh Mann! Jetzt dreht man sich zu viel und dann schwingt sie wieder in die falsche Richtung. Ja, das ist richtig. So, jetzt machen wir nochmal einen schönen. Und los. Und festhalten. Oh, nicht ins Wasser. Mann. 29 Minuten noch, Leute. Nein. Das wird doch nie was. Ich muss doch genau darauf schwingen. Ich habe hier keine andere Möglichkeit. Richtig gemacht, Mädchen. Du hast es kapiert. Ich weiß ja nicht, warum. Hier liegen gleich zwei? Warum habe ich sie nie mitgenommen? So, jetzt aber raus hier. Bevor die Viecher wiederkommen. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber wirklich raus hier. Jetzt aber wirklich, wirklich raus hier. Schau mal, die mache ich noch putt. Man weiß ja nie. Ich hasse es. Aber wo war denn diese andere Schlange? Dann war die wahrscheinlich in Tomb Raider 7. Dann verwechsel ich gerade die Tomb Raider. Aber ich weiß noch, ich glaube, dann war das vielleicht in Tomb Raider 7. Oh, wenigstens habe ich jetzt schon wieder eine 40 mehr. Ach ja, okay. Ich bin glücklich. Wir haben es geschafft, Leute. Vielleicht sind wir bei unserem Motorrad. Wie hieß das hier nochmal? Meine Oma fährt am Sonntag Motorrad, Motorrad, Motorrad. Ist mir jetzt egal. Ich habe ein Motorrad und ich will hier ganz schnell weg. Ah! Absteigen.
reicht das. Weil das Ding ist ja, das ist ja wenigstens, das finde ich schön gemacht, ich weiß. Mal gucken. Aber, was ist? Muss ich? Hallo? Hallo? Ich hasse Motorradfahren, deshalb mag ich das nicht. Die Steuerung dieser Gefährten ist immer so ein bisschen anstrengend. Jetzt wollen wir hier ganz schnell raus aus der ganzen Serie. Ich weiß auch gar nicht, wo es jetzt ist. Ich gehe nachher den Hammer holen. Jetzt brauchen wir noch den Hammer. Das ist irgendwo im Norden. Na, klasse. Noch mehr Viecher. Ja! Ich finde das lustig, dass die jetzt noch mal kommt. Aber vielleicht haben die jetzt erst geschaltet, sie ist ja wieder. Also, oder die kommen immer, wenn man noch mal hochgeht. Naja, okay. Ach, da war noch eine. Das Mini-Vieh. Wollen wir hier aber auch mal rausnehmen? Hoffentlich haben wir da überhaupt keine Probleme jetzt. Weil wir müssen ja auch noch ganz, ganz raus aus dem Ding. Nein! Ich habe gerade gebremst. Ich wollte gerade bremsen. Man hat mein Bremslicht hoffentlich... Danke. Wieso ist das Ding denn jetzt runter? Das war doch eben gar nicht auch. Du bist echt dämlich, oder, Lever? Du tust nur so. Ich weiß, du tust nur so. Weil du mich gern hast, tust du nur so, dass du dämlich bist, ne? Du bist ja noch dämlicher, als ich dachte. Oh, du bist ja noch dämlicher, als ich dachte. Mädchen. Och. 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 Mensch, Lever. Wir haben gerade den... Ich habe das Schlimmste überlebt, was wir überleben konnten. Jetzt stellst du dich total dämlich an. Wenigstens haben wir das geschafft, so. Oh. Ich sage ja, das Motorrad ist total unhändlich. Ich fahre jetzt extra gelangsamt, weil hier vorne ja gleich auf der anderen Seite noch so ein Loch war. Ja, hier. Aha, das war das Problem. Deshalb konnten wir vorhin den... nicht erledigen. So. Ich glaube, das war nicht der Sinn der Sache. Mann, wieso dauert das so lange, dass sie so eine Tür aufmachen? Mensch! Ja, okay, ich warte das nächste Mal drauf, bis die Tür ganz auf ist. Ah, ich bin denn mal so lieb. Stecken wir das Ding hier mal ran. Drücken wir mal den Schalter hier rum. Und warten wir mal ab. Dum, 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 dum. Ich muss Anlauf nehmen. Na, klasse. Jetzt muss ich auch noch hier, um rauszukommen, Anlauf nehmen. Haben wir wirklich so ein Teil übersprungen beim letzten Mal? Ja, du bleibst ja jetzt mal stehen. Ich brauche dich, um Anlauf zu nehmen. Also, stecken wir das Teil hier rein. Stecken wir das hier runter. Ja, du gehst wunderbar auf. Ich bin begeistert. Ich hole mal mein Moped. Ich muss Anlauf nehmen.
Ich bin ganz vorsichtig. Jetzt aber. Haha, ist geschafft. Sid, ich habe alles, um ihr Thors Hammer zu holen. Hast du bessere Koordinaten für mich? Ja, yeah. Ich habe die Fotos vergrößert, die dein Dad von der Karte gemacht hat. Schick sie dir auf dein PDA. Und ein anderes Projekt? Ich habe sie noch nicht gefunden. Aber ich arbeite dran. Sehr gut. Ich melde mich, wenn ich auf Jan Bayern bin. Ach ja. Jan Mayan, Thors Hammer ist eine der mächtigsten Waffen der Mythologie. Stark genug, um während der letzten Schlacht der Ragnarök den unsterblichen Halbgott Jörmungandr zu töten. Aber ich suche keine Macht, sondern Antworten. Die Wahrheit hinter den Mythen, die diese alten Maschinen hervorbrachten. Schwere Schneeoutfit, leichte Schneeoutfit. Schwer, leicht, schwer, leicht, schwer, leicht, schwer, leicht. Ich finde das Schwere. Oh, das schon wieder.